wird es so bereuen. Du bist derjenige, der es bereuen wird. Das Ganze läuft nämlich jetzt nach meinen Regeln, was ich mit der Falschen angelegt, okay? Alter, sag mal, schwimmst du oder so? Suchst du dir dein nächstes Opfer? Ist das so, hä? Du bist so erbärmlich, bist du! Ekelhaft! Hallo, was soll das? Hast du eine Macke? Was machst du? Ich hab eine Macke. Frag ihn, ob er eine Macke hat! Schatz, kannst du mir mal bitte erklären, wer diese Irre ist? Ich erklär dir, wer er ist. Er ist nicht ein Typ, der mich früher oder später auf den Strich schicken wird, ja? An deiner Stelle würde ich auf jeden Fall aufpassen, mit wem ich mich da abgebe. Prinzessin, mach dir keinen Kopf, ehrlich jetzt. Das ist meine durchgeknallte Ex-Mann jetzt nicht mehr. Also wahrscheinlich verkaufe ich dir gleich auch noch Heroin oder sowas. Was ist denn jetzt? Ja, zwei. Hey! Hör auf! Sag mal, Sven, spinnst du jetzt komplett? Er soll das! Er spinnt! Was ist das? Was ist los? Deine Freundin geht wie eine Furie auf meinen Freund los, schlägt den Dritten in die Eier. Was ist los? Das wüsste ich auch mal gerne, aber das klären wir gleich in meinem Büro. Und du beruhigst dich jetzt mal, okay? Ey, es tut mir mega leid. Es tut mir wirklich leid. Ich weiß nicht, was in dir. Nein, mir tut es nicht leid. Alles gut, Lea. Achte nur mal auf deine Leute. Mach dich. Schiss, okay. Dein Ernst? Jetzt schießt du mich ja auch noch ein. Ich will hier nicht übernachten. Lass mich doch einfach raus. Hättest du wohl gerne. Setz dich. Ich will sofort von dir wissen, was die Scheiße sollte, Samantha. Es steht vollkommen außer Frage, dass es bei jedem Gast scheiße gewesen wäre, wenn du dich so verhältst. Aber Rico? Rico ist ein absolut höflicher, zuvorkommender und sehr charmanter Stammgast von mir. Also was ist dein Problem? So auf ihn loszugehen? Habe ich irgendwas verpasst? Ist das ein Eifersuchtsdrama, irgendwas? Eifersucht, ja. Lea, wenn du keine Ahnung hast, dann halt dich doch einfach raus. Komm, ich will die Schlüssel, ich will hier einfach nur raus aus diesem Loch. Komm schon. Okay, jetzt pass mal auf, meine liebe Samantha. Ich weiß nicht, für wen du dich hältst, dass du dich mir gegenüber gerade so verhältst. Aber ja, du kannst gerne gehen. Und dich direkt in das nächste Polizeiauto setzen und dich von denen nach Hause fahren lassen. Okay? Ich will jetzt sofort von dir wissen, was los ist. Sind hier irgendwo versteckte Kameramann? Was ist denn heute los? Bin ich jetzt die Kriminelle? Sehe ich aus wie eine Kriminelle? Wenn jemand kriminell ist, dann ist es verdammt noch mal Rico. Ich weiß ja nicht, was er vorgibt zu sein. Aber er ist eine pure Enttäuschung, okay? Und wenn du die Bullen rufen solltest, dann tu das wegen dem Bastard. Jetzt will ich raus. Lass mich raus. Jetzt. Wenn ich wegen jemandem die Bullen rufen will, dann wegen Rico? Irgendwie habe ich da gerade ein ganz schlechtes Gefühl. Klar, Samantha ist temperamentvoll, aber so verhält sich nur jemand, der sehr, sehr viel Scheiße durchgestanden hat. Ja, weißt du, was ich noch viel cooler finde, dass du einfach jetzt so spontan eingesprungen bist, Zeit mit mir unternimmst, macht dich jeder, weißt du? Kein Step. Ich hatte eigentlich sowieso nicht mehr so viel zu tun. Okay. Ja, ich will dir nicht zu nahe treten, aber kann das sein, dass du irgendwas hast oder so? Ist ein bisschen komisch. Wollen wir shoppen gehen? Das wäre voll cool jetzt. Warte kurz. Was ist das überhaupt? Bist du mir hinterhergelaufen jetzt? Ja, hast du deinen eigenen Stalker, oder? Ich glaube schon. Nein, ich stalk hier keinen, okay? Ich wollte einfach mit dir reden. Kurz. Ich war am Loft, ich wollte eigentlich zu dir, da habe ich gesehen, dass ihr schon um die Ecke gebogen seid, und dann bin ich hinterher. 5 Minuten, bitte. Vielleicht unter 4 Augen. Sicher? Ja, ist okay für dich? 5 Minuten, ja? Kein Stress. Danke dir. Was ist? Danke. Ich wollte mich bei dir entschuldigen. Es tut mir leid, okay, wie ich dich vorhin so angegangen habe. Es war nicht so gemeint. Das ändert jetzt mein Leben, Lea? Ich glaube nicht. Es geht nicht nur darum, ich will mich nicht nur bei dir entschuldigen. Ich weiß, es kommt vielleicht ein bisschen forsch, aber ich wüsste gerne, was mit Rico passiert ist. Und ich weiß, dass es gut ist, über solche Dinge zu sprechen. Klar. Ich habe ja nicht schon mit Sam und Maike und mit meinen allen anderen Freunden darüber geredet. Warum sollte ich denn mit dir darüber reden? Warum soll ich dir vertrauen? Was ist bei dir anders? Überhaupt, warum interessiert dich die ganze Sache? Weil ich genau weiß, wie es ist, so beschissen von Männern behandelt zu werden, wie es nur geht, okay?
Ich weiß ganz genau, wie das ist. Ich habe so viel durch, das kannst du dir nicht vorstellen. Aber ich weiß ganz genau, wie man mittlerweile damit umgeht. Und es ist nur ein Angebot, du musst es nicht annehmen. Aber wenn du ein offenes Ohr brauchst, dann bin ich gerne da. Du bist im Vanity gleich? Ja. Ja, sonst komme ich rüber. Okay, dann bis später. Ganz ehrlich, kein Plan, warum ich mir Leas Gelaber antue, aber scheiß drauf. Vielleicht erzähle ich einfach mal ein bisschen was und dann wirft sie Rico raus. Das wäre ja schon mal ein Anfang. Wollen wir schon? Hi. Auch ein Drink? Nein, ich will keinen Drink. Sondern? Pass auf, ich will kein großes Fass aufmachen, ja? Ich will mich auch gar nicht bei dir ausheulen. Überhaupt, wir kennen uns ja gar nicht, oder? Okay. Du sagst, du würdest mich verstehen. Tust du garantiert nicht. Guck mal, ich bin hier, um dir einen Tipp zu geben. Erteile dem Bastard einfach Hausverbot. Er soll zusehen, dass er Land gewinnt. Das war's von mir aus. Und tschüss. Mein Stiefvater hat mich als Kind missbraucht. Deswegen, glaube ich, kann ich ganz gut nachvollziehen, was in dir vorgeht. Kann ich, glaube ich, besser verstehen als manch anderer. Dass du hier auftauchst, dich rechtfertigst und versuchst, alles dafür zu machen, dass Rico hier nicht mehr auftaucht, lässt mich eigentlich nur erahnen, was du alles Schlimmes durchgemacht hast. Und welche Scheiße er mit dir abgezogen hat. Es soll Rico Hausverbot geben? Kann ich machen. Nur warum hast du mir das nicht vorhin schon gesagt? Ich kann dir auch genau sagen, warum. Weil du genau weißt, ganz tief in dir drinnen, dass ich dir wirklich helfen kann. Und dass ich durchgreife. Ganz anders als eine Maike oder eine Sam. Hm? Hey. Du musst mir einfach nur ein bisschen vertrauen. Hm? Komm her, setz dich. Ja. Ich bin ehrlich nicht gut darin, aber okay, ich war mit Rico zusammen. Der hat mir die große Liebe vorgemacht, um Geld aus mir zu machen. Der hat Videos von mir gedreht. Ich war ein Webcam-Girl und die Videos kursieren safe noch irgendwo im Netz herum. Ich will mir gar nicht vorstellen, wer das alles sehen kann. Es ist einfach nur eklig. Irgendwann fing er an, mich zu schlagen. Er hat meiner Mom gedroht, dass wenn ich nicht das mache, was er will, er drauf zuschlägt. Irgendwann hat er mich fast zur Prostitution gezwungen. Oh Gott, es tut mir so leid. Oh. Nein, es tut mir leid. Ich hätte nicht so einen Aufstand hier machen sollen, aber ich habe den gesehen und in dem Moment ist einfach alles hochgekommen. Der ganze Hass und die Angst, als ich das Mädchen neben ihm gesehen habe, dass er wahrscheinlich genau dasselbe mit ihr macht wie mit uns allen auch. Es tut mir leid für den ganzen Aufstand hier, das hätte ich nicht machen dürfen. Hey, entschuldigst du dich gerade bei mir? Ja. So ein Quatsch, hör auf damit, das musst du nicht, okay? Du musst dich bei mir nicht entschuldigen. Alles gut. Schwamm drüber, okay? Es wird alles gut. Okay. Ich verspreche es dir, okay? Hast du die Adresse von dem Schwein noch? Ja, warum? Sehr gut, die brauche ich gleich einmal. Ich werde Rico jetzt mal zeigen, dass er sich mit der falschen Person angelegt hat. Und Gott weiß, dass das kein Spaß wird für ihn. Vertrauen. Ich hätte es echt nicht gedacht. Es hat gut getan, mit Lea über alles zu reden. Aber was sie mit Rico vorhat, ich habe echt keine Ahnung. Und wie das wird, ich freue mich schon so sehr darauf, wie Rico aus der Wäsche gucken wird. Er kommt.
Ey, Lea, selbst wenn der Plan hier aufgeht, ja, der kommt doch nicht mit den Videos hier angekrochen. Die befinden sich auf seinem Laptop. Unser Laptop liegt zu Hause. Okay, mach dir darum mal bitte keine Sorgen, okay? Ich krieg das hin. Es wird alles schon gut. Vertrau mir einfach. Okay, das wird schon. Rico, ich bin hier. Komm gern zu mir nach hinten. Lea? Hi. 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 Lea, was soll die Aktion jetzt? Ich dachte, du hast mich angerufen, um dich mal hier für Madame zu entschuldigen. Was guckt der Spinner mich die ganze Zeit so blöd an? Mach mal auf. Ich bitte dich, die Videos rauszunehmen. Schnellstmöglich, okay? Ich fahre jetzt direkt nach Hause und erledige das für dich, okay? Das ist keine Bitte. Sag mal, was meint ihr eigentlich? Weil ich Angst vor euch habe? Ich habe meine Freundin Nele zu Hause sitzen, ja? Und ich lasse mich ganz bestimmt nicht nochmal so von dir in den Dreck ziehen. Also, wie wollt ihr das anstellen? So, pass mal auf. Du wirst die Videos löschen. Hast du mich verstanden? Hast du mich verstanden? Ja. Du wirst es tun. Jetzt hör mal ganz gut zu. Ihr werdet das so bereuen. Du bist derjenige, der es bereuen wird. Das Ganze läuft nämlich jetzt nach meinen Regeln, was ich mit der Falschen anbelegt, okay? So, ab. Du wirst verstanden. Jetzt lauf. Du wirst nicht mehr glücklicher. So. Ab. Danke dir. Ja. Kleine Rotzhülle noch mal an, oder? Ja, du hast im Endeffekt ziemlich gut gelesen. Ja, ich weiß ja nicht, was die ganze Scheiße von dir hier auf einmal halt die Schnauze ist. Halt die Schnauze. Hier riecht's nach Puff, Rico. Ja, von dir. Warum ich das mache? Weil du ein Arschloch bist, mein Lieber. Der die Gefühle von Frauen ausnutzt, um sich auf deren Kosten zu bereichern. Ich finde dich einfach ekelhaft, Rico. Und ich hasse Zuhälter. Ob es so große sind oder so kleine Scheiße. Frage beantwortet? So. Steh mal auf. Komm mal, steh mal auf. Steh auf oder ich blick dir den Arm. Ja, steh auf. Komm her. So. Jetzt wüsste ich gerne. Schnauze. Wo der Laptop ist. Und dann wirst du alles, was mit Samantha zu tun hat, löschen. Haben wir uns verstanden? Scheiß werde ich tun. Du hast gehört, die Frage, oder? Ja, ja, im Schrank. Auf dem Stuhl. Auf dem Stuhl. Im Stuhl, auf dem Geht Stuhl. Doch. Wie kriege ich die? Einfach zuziehen, die Beine, oder? Passwort. Prinzessin. Geht was? Doch. Was ist das hier bitte? Kannst du mal meinen Freund loslassen und das zeigen? Okay. Nee, hör mir zu, bevor du ausrastest, bitte. Hör Samantha eine Minute mit. Du schon bitte wieder? Lass dich trauen. Nimm dir den Scheiß ruhig an. Da durch. Das sind Videos, die Rico von mir hochgeladen hat. Und das wollte er bestimmt auch mit dir machen. Ist das dein Ernst? Rico, was bist du für ein ekelhaftes Arschloch? Hättest du das Gleiche mit mir auch gemacht? Ja. Glaubst du den Scheiß? Ja, ich sehe es doch schwarz auf weiß. Danke, dass du mir das gezeigt hast. Alles gut. Also, mir fehlen die Worte zu dir. Verpiss dich aus meinem Leben. Ich hoffe, die reißen dir so den Arsch auf. Mädels, egal was hier passiert, ich hab nichts gesehen. Ich danke euch. Alles gut. Ich pass auf dich auf. Ja? Ah, schade, hör mal. Weißt du, ich würde ja klatschen. Tja, ich auch. Aber wirklich Glückwunsch für einen kleinen Erfolg. Man meint ihr eigentlich, dass ich wegen Leuten wie euch aufhöre, solche Missstücke wie Samantha an Schaffen zu schicken, ja? Weißt du, es wird immer so kleine Bitches wie euch geben, die mir mein Leben verschönern werden. Alles gelöscht. Ah, sehr gut. Geh doch. Ach, Rico, ich weiß gar nicht, warum ich das Ganze gemacht habe. Ich ekel mich. Du wirst die ganze Scheiße sein lassen. Du brauchst auch gar nichts überlegen. So Bitches wie ich, Özcan und Lea, ihr wisst, wie ich das meine, werden dir sonst dein Leben so richtig zur Hölle machen. Und wir meinen es komplett ernst. Jetzt wären wir jetzt nicht hier. Hör auf, irgendeine Scheiße weiter im Netz hochzustellen. Und hör auf, Frauen zu verarschen. So gehört. Du wirst das alles zurückbekommen. Von jetzt an. Wahrscheinlich. So, gut, dann würde ich sagen, wir gehen.
Den Typen wirst du nie wiedersehen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit Özcan. Özcan, tob dich aus. Mach ich. Ich glaube, deine ekelhaften Schlüssel. Du kommst mit. Du kommst mit. Hallo, der hier. So, Jätzchen. Dankeschön. So, cheers. Du bist der Wahnsinn. Oh. Ohne Witz. Ich weiß nicht, ob du es weißt, aber du hast, glaube ich, sehr vielen Frauen geholfen. Ah, wir haben sehr vielen Frauen geholfen. Ohne Scheiß, du kannst dir selber danken, wirklich. Weißt du, Samantha, du bist echt ein richtig mutiges Mädchen und es gehört sehr viel Mut dazu, jemandem, ja, sich so anzuvertrauen, wenn man sowas erlebt hat. Also, du bist echt ein toughes Mädel, finde ich super. Und ich weiß, wir hatten keinen besonders guten Start und der war ein bisschen heute. Ja. Aber ich finde, du bist, wie du es in deiner Sprache sagen würdest, eine ziemlich krasse Bitch. Und du bist die viel krassere Bitch, okay? Auch die Bitches. Ihr glaubt nicht, dass ich mich mit dir anlegen wollen würde. Das ist vielleicht noch besser so. Wobei ich glaube, du könntest echt. Ich will die Bitches hier nicht stören. Was ist los? Ich habe so krass Kopfschmerzen hier. Ich glaube, ich muss nach Hause. Ich kann heute nicht. Wirklich nicht. Ja, hau ab. Alles gut. Ja, ja klar, ich mach das schon. Gute Besserung. Ja, danke. Sehen uns zu Hause. Ja. Oh nein, der Arme. Ja, okay. Warte, ist alles okay? Ja, ich überlege gerade, wie ich es anstelle. Jetzt gerade ist noch nicht viel los, aber nachher wird die Bude voll sein. Ich bin halt heute Gott sei Dank hinter der Bar, aber wenn hier keiner wäre, hätte ich echt ein Problem. Ich muss gucken, wie ich es mache. Hi, ich bin die neue Angestellte für heute. Hä? Was? Ich übernehme. Ich hab, jetzt? Ja, ich habe Erfahrung, ich habe Bock und ich mache die besten Drinks. Weißt du eigentlich, dass du was echt Besonderes bist? Du rettest mir den Arsch. Ich eingestellt. Klar, direkt. Hi, kannst du was bringen? Ja, ein Bier bitte. Ein Bier. Ich freue mich ja echt für Dasha. Aber zu sehen, wie sie mit Hannes rummacht, das ist echt nicht cool. Okay, komm runter. Das zeig ich. Das ist jetzt mein. Ah! Oh! Oh, heiß, heiß, heiß! George. Lea, hi. Du bist mit Lilly zusammen. Du hast dich für sie entschieden und. Wobei der einzige Grund wahrscheinlich das Baby ist, warum du immer noch mit ihr zusammen bist, oder? Ja, ich bin Kevin. Ich bin der Ex von Leonie. Und du müsstest Nico sein, glaube ich, ne? Ich habe von dir gehört.